dass man nicht bedient wird, wenn man in einem Restaurant ist oder dass man kein Zimmer bekommt, das man eigentlich bestellt hat. Manchmal sagen sie aber einen auch direkt, also Zigeuner sind hier nicht erlaubt. Nun, zunächst ist es die Anerkennung, dass Sinti und Roma Bürger dieses Staates sind. Mit allen Rechten und mit allen Pflichten. Dass das ihre Heimat ist. Der andere Aspekt ist, es wird anerkannt, dass es eine gesellschaftliche Ungleichheit geht durch den Antiziganismus. Vorurteile, die in der Gesellschaft, in der Kultur sozusagen abrufbar sind. Wie der Zigeunergeiger oder die feurigen Frauen. Oder Zigeuner stehlen. Die verhindern im täglichen Leben, dass ein Sinto, der Badener ist oder Württemberger ist, sich in der Gesellschaft wirklich integrieren kann. Der hat nicht die gleiche Chance, wenn es um Bildung geht. Er hat nicht die gleiche Chance, wenn er die beruflichen Bedingungen ändern will. Er hat nicht die gleichen Bedingungen im Freizeitbereich. Und der Vertrag macht deutlich, wenn es solche Hemmnisse gibt, und sie werden erkannt und beschrieben, müssen die abgebaut werden. Der Vertrag stellt sicher, dass Sinti und Roma in der Politik, in der Gesellschaft sich beteiligen können. Der zweite Aspekt ist die Beratung über die Geschichte und Kultur, aber auch über die Integration und Teilhabe. Und der dritte Bereich, der nicht unwesentlich ist, ist die Förderung der Kultur und Identität der nationalen Minderheit in Baden-Württemberg.